Ja. Vielen Dank für die freundlichen Worte des einarmigen Kabarettbandisten. Zurück zum Inhalt. Die SPD hat ihre Mission erfüllt, sagt er, die SPD kann gehen. Das wäre ja einfach, nicht wahr, wenn jeder, der seine Mission erfüllt hat, gehen würde. Sie ist ja noch da. Nicht George W. Bush ja auch. Der hat ja schon vor einem Jahr, da im Mai auf diesem Flugzeugträger, hat er gesagt, im Irak Mission erfüllt. Nicht, da hat er extra den Flugzeugträger umgedreht, damit er im rechten Licht erscheint. Nicht, und der Flugzeugträger war nicht das Einzige, wo er dran gedreht hat. Nicht, aber nicht, die sind noch da, die Soldaten. Gut, 1000 sind jetzt zurückgekommen. Nicht, ja, also Mission erfüllt, nicht wahr, wenn jeder, der seine Mission, die FDP, die hat gar keine Mission, aber die wird immer noch gewählt. Im Saarland wird die gewählt. Ja, Guido Westerwelle, der hat keine Mission. Das ist ein Nichts, das diesen Mann in jeder Pore ausfüllt. Nicht, da ist keine Mission da. Nicht, Schröder hat wenigstens noch eine Aufgabe als Eierempfänger. Nicht wahr, da sagen ja viele Leute aus dem Osten, sie haben nicht viel für Schröder übrig, aber solange sie noch Eier für ihn übrig haben, dann kann es ihnen gar nicht so schlecht gehen. Gut, meine, ich habe heute gar keine Lust, über Politik zu reden, weil es ist ja langweilig. Das ist, halt, ist immer dasselbe. Seit Jahren dieselben Figuren, dieselben Themen, immer dasselbe. Rente, Gesundheit, Arbeitslosigkeit. Kann man Fernsehen anmachen, wenn man will, geht immer Rente, Gesundheit, Arbeitslosigkeit. Zwischendurch ruft man eine Steuerreform, dann wieder alle Rente, Gesundheit, Arbeitslosigkeit. Da hat man das Gefühl, man muss mal aufräumen, dass die ganzen Probleme ein für alle Mal vom Tisch kommen. Das ist doch kein Sinn, über die Wiedereinführung der Vermögensteuer nachzudenken. Da muss man endlich mal über die Einführung einer Unvermögensteuer nachdenken. Das wäre doch mal angebracht. Ja? Das, ja, ne? Ja, Sie klatschen, nicht wahr? Ja, Sie sehen das ein, aber dass Eichel da nicht selber drauf kommt. Nicht? Was machen die denn den ganzen Tag in ihrem Finanzmysterium? Eichel, was macht der da? Nicht wahr, in seinem Beamtenstadel. Ich meine, bei Dagobert, da kann ich mir das vorstellen. Der springt jeden Morgen in den vollen Geldspeicher. Aber Eichel, der springt jeden Morgen in den Speicher, der leer ist. Der muss einen an der Kachel haben. Ja. Unvermögensteuer. 25% der Diäten werden gleich pauschal einbehalten. Und dann brauchen wir schon, aus Umweltschutzgründen brauchen wir eine Schwafelsteuer. Da muss Trittin doch mal ran. Der kann doch nicht sein Leben lang immer nur Dosenpfand machen. Eine Schwafelsteuer, 50% der Brutto-Redezeit im Fernsehen wird pauschal einbehalten. Dann zahle ich auch gerne 60 Cent Karlauer-Pauschale. Ja. Ich meine, wenn man das mit der Schwafelsteuer ernst nimmt, dann muss natürlich jeder Politiker einzeln veranlagt werden. Nicht? Ich habe das mal ausgerechnet, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn sonst? Man muss ja alles alleine machen, nicht wahr? Ja, da habe ich eine Schwafelsteuertabelle aufgestellt, da hat Franz Müntefering den Höchstsatz. 90%, damit es Ihnen richtig die Sprache verschlägt. Nicht wahr? Und bei Stolper brauchen wir eine E-Zulage, weil das besonders belastend ist. Ja. Eine E-Zulage und eine Stolper-Stottersteuer. Ja. Und bei Guido Westerwelle brauchen wir einen Dünnpfiff-Koeffizienten. Ja. Der die zu veranlagende Schwafeldauer schon mal von vornherein verdoppelt, sonst ist er gar nicht richtig veranlagt. Ich meine, Guido Westerwelle ist eigentlich zu gar nichts veranlagt, aber wir müssen ja das steuerlich erfassen. Ja, das muss gemacht werden. Nicht, wenn diese Steuer fließt, dann müssen Jahresschwafelsteuererfassungsstellen, nicht die Jahresschwafelsteuerbescheide verschicken, aufgebaut werden. Nicht, wenn diese Steuer fließt, dann trägt sie die gesamte Parlamentsarbeit umsonst. Wenn diese Steuer kommt, können wir sofort in Brüssel anrufen und sagen, Leute, wir schaffen nächstes Jahr das Defizitkriterium. Da freut sich ganz Europa. Ich bin damit überall hingegangen, nicht, dass da der Rechnungshof nicht sagt oder der Gleichstellungsbeauftragte. Wir können das Geld doch nicht immer nur von den Armen, den Kranken, den Alten und den Rauchern nehmen. Ja, wir müssen das Geld irgendwann mal holen, wo es ist. Ich bin damit überall hingegangen. Ich war bei der SPD, ich war bei der CDU, ich war bei der Amnesty International, nicht wahr? Die haben alle gesagt, kommen Sie rein. Ich habe mir eine Tasse Kaffee angeboten. Bei der SPD muss ich die Tasse nachher bezahlen. Die haben gesagt, ach, ist ja interessant, wenn die Bürger sich Gedanken machen. Sehr interessant, wir werden das genau prüfen. Das ist 5 Jahre her, habe ich nie wieder was von gehört. Nicht, das sind doch die Leute, die die Reform blockieren, die Bürokraten. Nicht wahr? Die sagen, die haben 200 Gesetze geändert, um die Bundesanstalt für Arbeit in Bundesagentur für Arbeit umzubenennen. Das hat doch noch keinen Arbeitsplatz geschaffen. Wissen Sie, ich will Ihnen hier nichts vormachen, aber die Beamtennummer, das mache ich Ihnen vor. Ja, ich mache das sehr ungern, weil da muss ich die ganze Zeit die schwere Tasche tragen, aber... Guten Tag. Sie kennen mich? Aber ich kenne Ihre Akten. Majowski von der Aktenablage Süd. Ich bin heute mal ganz zufällig hierher gekommen. Ich muss sagen, das ist sehr amüsant. Ich wäre der Letzte, der keinen Spaß versteht. Ich habe sehr lachen müssen, als hier vorhin vom Finanzmysterium die Rede war. Aber abgedroschene Witze über Beamte möchte ich bitte schön nicht hören. Die waren nach dem Motto, was ist der Unterschied zwischen einem Beamten und einem Stück Holz?
Holz arbeitet. Nicht wahr? Ja, das ist einfach nicht wahr, wenn den Leuten immer wieder erzählt wird, dass jeden Morgen jemand zu uns in die Amtsstuben kommt und jeden ein Brötchen gibt, damit wenigstens der Magen arbeitet. Wir arbeiten auch. Das wird in der Presse leider immer sehr verzerrt dargestellt. Nicht wahr? Die Schwafelsteuer zum Beispiel, von der hier vorhin die Rede war, die gibt es. Das Schwafelsteuergesetz, ja, das hat man Ihnen nicht gesagt. Nicht? Darüber hat man sich nicht informiert. Das habe ich mir gedacht. Nicht? Die Schwafelsteuer, das Schwafelsteuergesetz, kurz Schwischtige, wurde bereits vor einigen Jahren erfolgreich verabschiedet und ist am 01.01.1999 in Kraft gesetzt worden. Kurz darauf kam es aufgrund eines fraktionsübergreifenden Antrages von Betroffenen zu einer ersten Schwafelsteuerreform, in der ein Schwafelsteuerfreibetrag eingeführt wurde, und zwar rückwirkend. Das haben wir umgesetzt. Das Ergebnis war die Schwafelsteuerveranlagungsverordnung, kurz Schwischte Veranl-VO. Ja? Im Folgenden, nicht da, um besondere Härtefälle zu vermeiden, besonders bei den Herren Merz, Meyer und Mittewering, wurde dann ein Schwafelsteuerhöchstsatz festgelegt, und zwar rückwirkend. Das haben wir umgesetzt. Das Ergebnis war die Schwafelsteuerveranlagungsdurchführungsverordnung, kurz Schwischte Veranl-DVO. Oder wie ich gerne etwas flotter sage, Schwischte Veranl-DuviV. Im weiteren Verlauf kam es durch den Einspruch mehrerer Schwafelsteuerberater zu einer weiteren Schwafelsteuerreform, in der die Schwafelsteuererstattung genehmigungsfähig wurde, und zwar rückwirkend. Auch das haben wir umgesetzt. Das Ergebnis war die Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungsdurchführungsverordnung, kurz Schwischte Veranl-Begre-DuviV. Im Folgenden hat dann der Schwafelbeauftragte der Regierung sich mit dem schwafelpolitischen Sprecher der Opposition dahingehend verständigt, die Schwafelsteuerbemessungsgrundlage zu verschieben, und zwar rückwirkend. Auch das haben wir umgesetzt. Das Ergebnis war der Zusatz zur Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungsdurchführungsverordnung, die Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzdurchführungsverordnung, kurz Schwischte Veranl-Begrenzungsentwürfe. Der Verwaltungswissenschaftler, Dankeschön, ja. Ja, das ist sehr kompliziert. Der Verwaltungswissenschaftler Dr. Hugo Laube sagt, von der Fachhochschule für Verwaltung in Hagen ist die anerkannte Koryphäe auf diesem Gebiet. Er ist der Verfasser des Standardkommentars zur Schwafelsteuer, der kleine Schwafel. Das Lebenswerk eines großen Schwaflers, das in der Öffentlichkeit bisher leider völlig totgeschwiegen wurde. Obwohl es mit seinen 1486 Seiten 1000 Seiten mehr hat als das Werk von Dieter Bohlen, wurde Dr. Hugo Laubesack bisher nie in eine Talkshow eingeladen. Auch nicht rückwirkend. Nicht. Dr. Hugo Laubesack ist ein ständiger Warner und Mahner vor der großen Gefahr der Verwässerung des ursprünglichen Geistes der Schwafelsteuer. Trotzdem wurde in einer fünften Schwafelsteuerreform die Schwafelsteuerabschreibung eingeführt, und zwar rückwirkend. Zum 01.01.1999. Auch das haben wir umgesetzt mit der zweiten Änderung zur Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzdurchführungsverordnung, der Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzänderungsdurchführungsverordnung, kurz Schwischte Veranl Begre Zus End GUVV. Nun können alle die Schwafelsteuer abschreiben, weil alle, die öffentlich schwafeln, ihre Texte sowieso abschreiben. Ja, nun können Sie natürlich fragen, was bleibt von der Schwafelsteuer, wenn niemand mehr Schwafelsteuer zahlt? Was haben wir Bleibendes geschaffen? Nichts, das sagen Sie. Wir haben Stellen geschaffen. Wir haben Schwafelsteuererfassungsstellen geschaffen. Wir haben 100.000 Schwafelsteuerveranlagungsplätze geschaffen. Es gibt Schwafelsteuerverwaltungsangestellte und Schwafelsteuerverwaltungswissenschaftler. Es gibt die Schwafelsteuerkommission, die Schwafelsteuerverhütungskommission und den Schwafelsteuerstrukturverhütungskommissionsausschuss. Ja. Das sind alles bleibende Werte, die allein durch Schwafeln geschaffen wurden. Nun sagen Sie noch mal, wir Beamte wären faul. Ja, natürlich weiß ich, dass Sie im Kabarett weiter über uns lachen und Ihre Witzchen über uns machen. Und ich weiß auch, dass die staatliche Verwaltung dringend verschlankt werden muss. Und deswegen arbeiten wir schon mit allen Kräften, die wir haben, an der Verwaltungsreform. Und dazu gibt es ja bereits die Verwaltungsreformvorschrift zur Überleitung, kurz VWVZ-Übel. Nicht wahr? Und so wird aus der alten, komplizierten Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzänderungsdurchführungsverordnung die neue, schlanke Verwaltungsvorschrift zur Überleitung der Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzänderungsdurchführungsverordnung in die schlanke Schwafelsteuerveranlagungsbegrenzungszusatzänderungsdurchführungsverordnungsüberleitung.
Oder kurz VWVZ, übel idee schwischte für Anne Begre zu Sendüfe, übel idee schlaschwischte für Anne Begre zu Sendüfe, übel übel. Haben das alle verstanden? Sonst erkläre ich es gerne nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ich meine, ja. Ja, das.